Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Ich habe zunächst ein paar Hinweise. Ich habe auf dem Dokumentenserver im Ordner Übungsaufgaben die Übungsaufgaben aus dem Buch zu Kapitel 3.3 abgelegt. Ich würde Sie bitten, diese zu bearbeiten. Insbesondere werden wir die Übungen 3.4 und 3.5 später gemeinsam besprechen. Heute und in der nächsten Vorlesung beschäftigen wir uns mit den Zeichenketten, den sogenannten Strings. Nun zunächst, Zeichenketten in C werden nur sehr rudimentär unterstützt. Tatsächlich ist das Einzige, was die Programmiersprache C dem Programmierer abnimmt, das Initialisieren von Literalen. Zeichenketten sind nämlich eigentlich in C Integer Arrays, Arrays vom Typ Character. Es gibt keine Operatoren in C, also nicht wie in Java, wo ich mit Plus einfach Zeichenketten aneinander hängen kann. Oder in C++ kennt man das mit dem Schiebeoperator. C kennt keine Operatoren außer dem Index, dem Zugriff auf das Array. Das heißt, der Sprachkern C kennt eigentlich nur die zeichenweise Manipulation. Das heißt, Strings werden viel weniger vom C-Compiler unterstützt, vielmehr werden sie auf der Anwenderseite realisiert. Das Gute dabei ist, wer Strings in C versteht, oder versteht, wie man Strings in C programmiert, der versteht C. Schließlich erfordern Strings tiefere Kenntnisse der Programmiersprache C. Nun fangen wir an. Was unterstützt wird, ist das String-Literal. Das String-Literal wird innerhalb doppelter Anführungszeichen definiert. Wir kennen bereits die Escape-Sequenzen, diese können wir innerhalb der Anführungszeichen verwenden. Strings, und das ist das Einzige, das haben wir schon im ersten Beispiel kennengelernt, können fortgesetzt werden. Das heißt, ich kann ein String-Literal beenden und in der nächsten Zeile oder nach Leerzeichen das Literal fortsetzen. Wichtig ist dabei, darf kein Operator dazwischen stehen. Das heißt, nur das einfache Aneinanderreihen von String-Literalen ist erlaubt. Automatisch fügt der C-Compiler immer eine Nullterminierung an den String an. Wenn ich also das Beispiel nehme Hallo in Anführungszeichen, dann ist die Zeichenkette eigentlich 6 Zeichen lang, also 5 für das Wort Hallo und 1 für die Nullterminierung. Wir können theoretisch auch die Nullterminierung mithilfe der Escape-Sequenz \0 einfügen, das ist aber in C unüblich und führt eher dazu, dass man Programmtexte schwer lesen kann. Kommen wir zur Definition von String-Variablen. Dabei gibt es in C zwei Möglichkeiten. Diese sind komplett unterschiedlich, haben unterschiedliche Anwendungsfälle und auch komplett unterschiedliche Auswirkungen auf das, was an Programmtext erzeugt wird. Erschreckenderweise liest man immer wieder in C-Büchern, auch von guten Autoren, dass es sich dabei um prinzipiell das Gleiche handelt. Dem ist nicht so. Wir müssen unterscheiden in C, ob wir eine String-Variable als ein Feld, also ein Character-Array, definieren oder ob wir eine String-Variable über einen Zeiger definieren. Fangen wir an mit der Definition eines Feldes. Wir haben bereits kennengelernt, wie man Integer-Variablen definiert. Nun prinzipiell ist eine Zeichenkette ein Array des Typs Character. Das heißt, wir fangen an mit dem Schlüsselwort char, gefolgt von unserer Array-Definition und optional können wir wieder mit Komma mehrere Variablen als Zeichenketten anlegen und enden natürlich mit dem Strichpunkt. Wie schaut jetzt das Anlegen eines Arrays aus? Es gibt zwei Varianten. Entweder ich gebe die Größe des Arrays an, dann kann ich auf eine Initialisierung des Arrays verzichten, oder ich lasse die Größe des Arrays offen, dann muss ich den String initialisieren. Die Größe des Feldes muss dabei in C konstant sein. Seit dem C99 Standard gibt es zwar die Möglichkeit, dass lokale Felder eine variable Größe aufweisen, das wird aber von einigen Compilern nicht unterstützt. Auch die Virtual-C IDE unterstützt das nicht, weil ich mit ihnen das Anlegen sogenannter dynamischer Arrays über das Speichermanagement besprechen möchte und hier das Anlegen variabler Arrays natürlich eine starke Vereinfachung darstellen würde. Außerdem ist auf vielen Embedded-Systemen gar nicht möglich, den Stack zur Laufzeit variabel zu gestalten. Das heißt, wenn man ohnehin nur sehr wenig Stack zur Verfügung hat, ist es wichtig, dass dem Compiler zur Compilezeit bereits bekannt ist, wie viel Speicher auf dem Stack reserviert werden muss.
Aus diesem Grund hat auch der C11-Standard die Eigenschaft variabler Arrays als optional definiert. Ich habe hier zwei Beispiele. Einmal das Array mit einer Größendefinition, hier die Variable s mit der Größe 256, also es wird Speicher für 256 Zeichen reserviert. Und das zweite die Variable str, die eben genau die Zeichen des Wortes Hallo aufnimmt. In beiden Fällen müssen wir die Nullterminierung berücksichtigen, das heißt unser Array s kann maximal 255 Zeichen aufnehmen, danach muss spätestens die Nullterminierung folgen. Und unser String str ist wie gesagt 6 Zeichen lang, weil noch die Nullterminierung hinzukommt. Was bedeutet jetzt die Definition eines Feldes? Ein Feld hat prinzipiell folgende Eigenschaften. Ein Feld hat eine Startadresse, das ist in diesem Beispiel der Name der Variable, das heißt hier wird das Feld im Speicher abgelegt. Es hat eine Größe, bei dem Beispiel hier, Hallo Welt, ist unser Feld 11 Zeichen groß. Und wir haben natürlich einen Datentyp, der in dem Feld abgelegt wird. Sie erinnern sich, ein Feld legt immer Daten gleichen Typs ab. Unser Typ ist hier Character. Wir können über den Index auf das Feld zugreifen. In C wie in Java startet der Index bei der 0. Und nicht vergessen, wir haben am Ende die Nullterminierung. Das heißt, unser 11. Element im Feld ist die Nullterminierung. So, was bedeutet nun das Anlegen eines Feldes? Ein Feld wird, je nachdem, ob es sich um eine globale oder eine lokale Variable handelt, für globale Variablen im Datensegment und lokale Variablen werden im Stacksegment abgelegt. Das heißt, es wird dort Speicher reserviert in der Größe der Zeichenkette oder der definierten Feldgröße. Das bedeutet, egal ob wir diesen Speicher initialisieren oder nicht initialisieren, wir können den Speicher dort verändern. Er ist variabel. Und die Initialisierung fügt natürlich automatisch die Nullterminierung an. Das erste Zeichen wird über den Index 0 angesprochen. Eine Besonderheit der Felder sind, dass der Name des Feldes, also bei uns in dem Beispiel jetzt str, entspricht einem Zeiger auf die Zeichenfolge, also einem Zeiger auf das erste Element. Das wird jetzt gleich wichtig, wenn wir Zeichenketten als Zeiger besprechen. Letztendlich oder vereinfacht ausgedrückt heißt es, dass str, wenn ich auf str zugreife, lese ich die Adresse der Zeichenkette im Speicher aus. Das heißt, str repräsentiert die Adresse des Feldes, während str Index 0, also über den Index, das erste Zeichen im Feld repräsentiert. Tatsächlich werden wir primär jetzt in erster Stelle das Feld verwenden, weil wir damit Speicher für Zeichenketten reservieren können, Speicher, den wir verarbeiten können, an dem wir Manipulationen vornehmen können. Trotzdem ist für die Verarbeitung von Zeichenketten ganz wichtig, dass wir auch wissen, wie wir Zeichenketten als Zeiger anlegen können. Tatsächlich arbeitet intern C ausschließlich mit Zeigern. Ein Zeiger wird in C, egal ob es sich um Strings handelt, generell immer so angelegt, dass wir den Basistyp haben, also unser Charakter für Strings. Dem Namen der Variable wird ein Stern vorangestellt. Und danach haben wir optional noch die Möglichkeit zu initialisieren. Ich habe mal hier ein Beispiel. Also Charakter Stern SP, Stern SP2 und mal ohne Initialisierung ein Charakter Stern STRP. Gleich als wichtige Anmerkung und auf der Folie markiert, der Stern bindet an die Variable. Das heißt, wir würden zwar eigentlich den Typ als Charakter Pointer lesen, deswegen könnten wir uns genauso die Schreibweise vorstellen, Char Stern, Leerzeichen SP. Wichtig ist nur, der Stern bindet an SP und nicht an den Datentyp. Das heißt, wir erzeugen eine Variable vom Typ Zeiger, indem wir den Stern an den Namen binden. Hätten wir hier oben den zweiten Stern bei SP2 weggelassen, dann hätten wir einen einfachen Charakter definiert und diese Definition, die Initialisierung, wäre fehlerhaft, weil wir einem Charakter keine Zeichenkette zuordnen können. Deswegen hier nochmal der Hinweis.
Am besten definieren Sie pro Zeile nur eine Variable, denn man kann dadurch schnell mal einen Fehler machen. Das heißt, wenn ich einen Stern vergesse, habe ich den falschen Typ von Variable möglicherweise angelegt. Auch gleich noch der nächste Hinweis, das zweite Beispiel Stern STRP. So etwas sollten Sie auch nie alleine dastehen lassen. Sie sollten immer eine Zeichenkette initialisieren, denn ohne eine Initialisierung kann es bedeuten, dass Ihre Zeichenkette irgendwo in den Speicher zeigt und wenn Sie aus Versehen diese verwenden, kann es zum Absturz Ihres Programms führen. Was bedeutet jetzt die Definition einer Variable als Zeiger? Nun, es klingt vielleicht zunächst etwas widersprüchlich, wir werden aber gleich noch darauf zu sprechen kommen, was wir damit tun können. Nun, die Initialisierung mit, genauso wie bei den Feldern einer Nullterminierung, erfolgt diesmal im konstanten Segment. Das heißt, das Beispiel von gerade eben, die Zeichenkette Hallo, wird im konstanten Segment abgespeichert. Das heißt, ein so initialisierter Inhalt darf nicht verändert werden. Das ist allerdings ein Beispiel, was wir selten in C verwenden werden. Die Variable selbst kann jedoch beliebig verändert werden. Das heißt, dass auch der Inhalt der Variable verändert werden kann, wenn dieser nicht auf den konstanten Bereich, sondern auf das Datensegment, den Stack oder auf den Heap verweist. Und das ist auch der klassische Anwendungsfall für die Verwendung von Zeigern. Und nochmal, wie bereits gesagt, intern behandelt C alle Strings als Zeiger. Das heißt, was passiert beim Übersetzen? Ich finde das immer ganz interessant, wenn man sich überlegt, was passiert eigentlich mit einer Anweisung. Ich habe hier mal das Beispiel, die Variable SP zeigt auf die Zeichenfolge maschinenorientiertes Programmieren. Sie wird tatsächlich in zwei Schritten übersetzt. Einmal wird eine konstante Zeichenkette angelegt, die den Inhalt maschinenorientiertes Programmieren enthält. Und zum Zweiten die eigentliche Zeigervariable, die auf dieses konstante Literal verweist. Wir sehen hier ganz schön, Character Stern SP bedeutet, dass die Variable SP variabel ist, während das Literal, das ist als ein Constant Character gespeichert, das ist unveränderlich. Wenn wir das jetzt vergleichen mit der Definition als Feld, dann haben wir da genau das Gegenteil. Das heißt, eine als Feld angelegte Variable wird eigentlich übersetzt, es gibt ein Feld, das den Inhalt aufnimmt. Dieses Feld ist variabel, das ist hier nicht als Const angelegt. Allerdings ist der Zeiger auf das Feld, nämlich die Variable selber, als eine Konstante angelegt. Das bedeutet, das Feld hier zum Beispiel im Datensegment, während der Zeiger hier ein konstanter Zeiger ist. Ich kann also die Variable S, wenn S als Feld angelegt ist, selbst nicht verändern. Ich darf lediglich den Inhalt der Variable S verändern. Das macht auch irgendwo Sinn, denn ich lege Speicher für die Variable S fest, also zum Beispiel ein Feld der Größe 256. Würde ich jetzt das S einfach verändern, würde ich natürlich den Speicher auch entsprechend verlieren. Das heißt, der Speicher des Feldes ist immer fix an die Variable gebunden. Ja, zum Abschluss der Vergleich zwischen den beiden Variablen-Typen, also ein Feld, was ich als Charakter anlege, das heißt, die Startadresse der Zeichenkette ist fest, ich kann sie nicht verändern, während die Variable als Zeiger, da kann ich natürlich die Startadresse variieren. Das heißt, die Variable speichert eigentlich die Adresse und diese Adresse, diesen Inhalt, kann ich verändern. Bei der Initialisierung landen die Zeichenketten im Datensegment oder auf dem Stack. Das heißt, beim Feld kann ich den Inhalt verändern. Wird ein Zeiger mit einem Literal initialisiert, Literal heißt ja unveränderlich, es ist eine Konstante, dann wird die im konstanten Segment abgelegt und dort kann ich sie natürlich nicht verändern. Das heißt, prinzipiell ist der Inhalt eines Feldes immer veränderbar, während eines Zeigers nur veränderbar ist, wenn der Zeiger auf einen veränderbaren Speicherbereich zeigt. So, und zuletzt, die Feldgröße ist
zum Zeitpunkt der Übersetzung bekannt. Das heißt, ich kann mit dem SizeOf-Operator abfragen, wie groß ist das Feld. Das heißt, SizeOf S, wenn wir S als 256 Zeichen großes Feld anlegen, würde uns 256 zurückliefern. Während bei einem Zeiger SizeOf lediglich die Größe der Architektur zurückgibt, also bei einem 32-Bit-System 4 für 4 Bytes. Ich kann also nie die Größe eines Feldes bestimmen, wenn dieses über einen Zeiger adressiert wird. Bei der Größenangabe sprechen wir jetzt über den reservierten Speicher. Wir sprechen nicht über die Länge der Zeichenkette. Es gibt, wie gesagt, in C keinen Operator. Das heißt, die Größe einer Zeichenkette kann ich nur bestimmen, indem ich die Nullterminierung suche. Also die Zeichenkette Hallo sagt dem C-Compiler nur die Größe des Feldes. Wenn ich aber Hallo in einem 256 Byte großen Feld ablege, dann bekomme ich als Größenangabe über SizeOf natürlich die 256 und nicht die Größe des Inhalts. Wir schauen uns gleich im zweiten Teil noch ein ausführliches Beispiel an, um diese Unterschiede genauer zu erforschen. Ich möchte allerdings davor noch zur Ausgabe der Zeichenketten kommen und dazu Ausgabe mit printf. Für die Ausgabe mit printf verwenden wir den Platzhalter %s. Damit kann ich eine Zeichenkette ausgeben. Sie wird dann bis zur Nullterminierung ausgegeben. Warum brauche ich einen Formatstring? Nun ganz einfach. Theoretisch könnte ich natürlich mit printf auch eine Zeichenkette direkt ausgeben. Problematisch wird es allerdings, wenn Platzhalter in der Zeichenkette vorhanden sind, weil diese würde printf dann natürlich als Formatierungszeichen interpretieren und entsprechend die Ausgabe formatieren, das heißt Argumente auf dem Stack suchen. Das ist potenziell sehr gefährlich. Tatsächlich kann bei ungefilterter Ausgabe einer Eingabe, also wenn ich von Tastatur einlese und das dann direkt mit printf ausgeben, ein Angriff gestartet werden, denn ich kann mit den Platzhaltern gezielt den Inhalt des Speichers der Funktion, also insbesondere natürlich des Stack-Speichers, analysieren und schauen, wo zum Beispiel die Rücksprungadresse der Funktion steht und diese manipulieren. Das heißt, unbedingt bei der Ausgabe einer Zeichenkette die Funktion printf mit Platzhalter %s verwenden und nicht das s direkt über printf ausgeben. Alternativ können Sie die Funktion putS verwenden, die gibt die Zeichenkette aus, ohne dass eine Formatierung vorgenommen wird. printf bietet eine Reihe von Formatierungsoptionen an. Das heißt, %s dient der Ausgabe von Zeichenketten und ich kann mit Hilfe der Längenangabe die Zeichenkette noch genauer spezifizieren. Ich habe sowohl die einfache Längenausgabe, so wie wir das von der Ausgabe von Integerzahlen kennen. Das heißt, es werden einfach Zeichen vorne oder nach dem String eingefügt. Ich kann aber ähnlich wie bei Gleitkommazahlen auch eine Präzision angeben. Diese ist bei Zeichenketten besonders wichtig, denn standardmäßig werden Zeichenketten wieder mit voller Länge ausgegeben, also keine Information unterdrückt. Die Präzision kann dazu genutzt werden, die Zeichenkette auf eine bestimmte Länge von Zeichen zu reduzieren. Das heißt, die Ausgabe ohne jeglicher Platzhalter gibt immer den vollständigen String aus. Das kann in C sehr lang werden. Theoretisch, Sie geben eine Adresse im Speicher aus. Es wird bis zur nächsten Null im Speicher ausgegeben. Theoretisch bei einem Mikrocontroller kann es sein, dass unendlich ausgegeben wird, weil eben nie eine Null im Speicher steht, weil vielleicht der Flash frisch initialisiert ist. Das heißt, auch die Ausgabe von Strings birgt natürlich Gefahren. Man muss immer darauf achten, dass man die korrekte Zeichenkette ausgibt, dass die Zeichenkette auch eine korrekte Nullterminierung aufweist. Würden wir jetzt mit Minus einer Längenangabe ausgeben, bedeutet das, dass links bindig ausgegeben wird. Und ohne das Minuszeichen mit einer Zahlenangabe würden wir rechtsbündig ausgeben. Die Angabe einer Präzision kürzt dabei noch auf die Anzahl vorgegebener Zeichen. Ich kann auch die erste Zahl, also das Beispiel hier m, weglassen. Ich kann also einfach auch Punkt 25s beispielsweise schreiben, um auf 25 Zeichen den String zu kürzen. Wir schauen uns das auch gleich im Beispiel noch an. Ich habe noch ein Beispiel aus dem Buch, wo man das ganz schön erkennen kann.
Das heißt, hier mit den Pfeilen dargestellt die Zeichenkette oder die Markierung Start und Ende der Zeichenkette. Dann einmal ganz normal ausgegeben mit %S. Das heißt, maschinenorientiertes Programmieren sind 35 Zeichen, werden vollständig ausgegeben. Im nächsten auf 40 Zeichen. Das heißt, es wird rechtsbündig ausgegeben. Vorne werden Leerzeichen eingefügt. Man kann sich diese Art der Formatierung immer ganz schön merken. Ausgabe führender Nullen. Das heißt, wenn ich kein Minuszeichen habe, sondern zum Beispiel eine Null schreibe, dann füge ich die Nullen ja vorne an. Genauso passiert es bei den Strings. Das heißt, wenn ich nichts vorneweg schreibe, dann werden vorne Leerzeichen angefügt, vorausgesetzt die Zeichenkette ist kürzer. Ansonsten wird sie natürlich vollständig ausgegeben. Ja, das gleiche Beispiel mit minus 40, das heißt, wir fügen hinten noch 5 Leerzeichen an und jetzt die Kürzung auf 25 Zeichen, also das führt zum maschinenorientierten Pro und die Ausgabe trotzdem auf 40 Zeichen, das heißt, es werden Leerzeichen dann entsprechend angefügt. Und das gleiche nochmal rechtsbündig, das heißt, es werden 15 Leerzeichen vorne angefügt, dann die 25 Zeichen der Zeichenkette und das gibt insgesamt eben die 40 Zeichen. Da wir häufig erst zur Laufzeit wissen, auf wie viele Zeichen wir ausgeben können oder möchten, oder wir möchten vielleicht das konfigurieren, auf wie viele Zeichen ausgegeben wird, können wir auch anstelle der Zahlen den Platzhalter Stern verwenden und das entsprechende Argument der Funktion übergeben. Also ganz unten nochmal das Beispiel hier. Ich übergebe die Variablen m und n, die vorher initialisiert sind, mit 40 und 21. Und ich verwende im Platzhalter %s den Platzhalter Stern für die Länge und den Stern für die Präzision. Also auch hier gilt, ich kann Stern und Zahlen natürlich mischen. Das heißt, ich kann die Präzision vielleicht als Variable übergeben, dann verwende ich Punkt Stern. Oder ich kann die Längenangabe als Variable verwenden, dann verwende ich Stern und dann Punkt mit einer fixen Größe. Ja, soweit der erste Teil. Im zweiten Teil schauen wir uns jetzt gleich noch Beispiele zu den Variablen und zur Ausgabe von Strings an. Bis gleich.